Die Suche nach artgerechten Lebensräumen für die Jungenaufzucht, Nahrungssuche und zum Überwintern gestaltet sich immer mühsamer, insbesondere für das Niederwild. Und das hat weitreichende Konsequenzen, nicht nur für Rebhuhn, Feldhase und Co., sondern auch für den Menschen, der die heutige Art der Lebensführung und der Landnutzung und damit die Bedrohung der Biodiversität geschaffen hat. Dabei stellt biologische Vielfalt die Grundlage für sämtliche Lebensprozesse und Ökosystemleistungen auf unserer Erde dar und gerät durch die veränderte Bewirtschaftung mit den einhergehenden Flächenverlusten in ein bedenkliches Ungleichgewicht. Gut, dass das erkannt wurde. Und im Projekt Allianz für Niederwild, die Wildforschungsstelle, kurz WFS, sich mit Unterstützern aus dem Land dieser Herausforderung stellt. Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Naturschutz, Landwirtschaft, Jägerschaft und Behörden erarbeitet die Wildforschungsstelle profitable und zugleich praktikable Lösungen. Sowohl für die Landwirte, die diese auf ihren Flächen umsetzen, als auch für die Jäger und Naturschützer, die dem Artenschwund entgegenwirken. Ja, gut, dass es die AFN jetzt gibt. Sie engagieren sich nämlich auch auf der politischen Ebene. Selbst wenn es um andere Projekte im Land geht, haben sie immer einen konkreten Handlungsvorschlag parat und kennen sich im Dschungel der Förderprogramme bestens aus. Ganz gleich, ob freiwillige Aktionen, gesetzliche Vorgaben wie den Greening oder förderfähige Maßnahmen über FACT und LPR. So dürfen wir uns alle hoffentlich bald wieder an mehr biologischer Vielfalt erfreuen und mehrjährige Blühflächen, Randstreifen, Lichtäcker, Wildkräuter und Altgrasstreifen bewundern. Denn nur so finden Rebhuhn, Feldhase und Co. wieder vermehrt Lebensräume. Deckung sowie Nahrung und der Bestand kann sich erholen. Natürlich funktioniert das Ganze nur, wenn der Ausgleich stimmt, im Sinne von anerkennendem oder auch monetärem Zuspruch.